Igor aus St. Petersburg, 20 Jahre alt. Kindlich ängstlich sein Gesicht, schmächtige Gestalt. Steht in Kiew vor Gericht, endlos leer sein Blick. Urteil lebenslänglich, nie mehr geht's zurück. Igor aus St. Petersburg, russischer Soldat, sollte die Ukrainer töten wie ein Automat. Igor hat sehr schnell begriffen, Igor ist nicht blind, dass die Menschen der Ukraine keine Feinde sind. Wie geht es Ihnen, Herr Putin? Wie schlafen Sie bei Nacht? Hören Sie im Kreml je den Donner einer Schlacht? Wie geht es Ihnen, Herr Putin? Wie schlafen Sie bei Nacht? Was haben Sie mit diesem Jungen aus Leningrad gemacht? Igor aus St. Petersburg, früher Leningrad, hat sie vor Gericht gestanden, seine schlimme Tat. Igor hat aus Todesangst sinnlos Blut vergossen, einen wehrlos alten Mann auf Befehl erschossen. Igor aus St. Petersburg hat noch nie geliebt, hat nicht die geringste Ahnung, wie viel Welt es gibt. Igor hat sein ganzes Leben jetzt schon hinter sich. Hinter den Gefängnismauern lässt es ihn im Stich. Wie geht es Ihnen, Herr Putin? Wie schlafen Sie bei Nacht? Haben Sie ein einziges Mal an solche Jungs gedacht? Wie geht es Ihnen, Herr Putin? Wie schlafen Sie bei Nacht? Igor aus St. Petersburg hat nichts falsch gemacht. Wie geht es Ihnen, Herr Putin? Wie schlafen Sie bei Nacht? Und wohin werden die halben Kinder aus Mariupol gebracht?